Sie sind extrem lieb, haben wahnsinnig viel Power und so vor allem richtige Bewegungsmonster. Mit Schlittenhunden kann man hier in Sachsen-Anhalt eine Menge erleben. Ich bin Madeleine, ich bin unterwegs für Hinreisen und ich mache mit denen hier heute eine Trekkingtour. Und was macht ihr? Genau, ihr zieht und davor habe ich auch schon ein bisschen Respekt. So ein Schlittenhund wiegt im Durchschnitt 20 Kilo und kann das Zehnfache von seinem eigenen Körpergewicht wegziehen. Es geht viel berghoch und vor allen Dingen auch bergrunter und ich habe ein bisschen Angst, dass ich mich dabei auf die Schnauze lege. Aber das ist den Hunden egal. Morgen wird dann das große Highlight. Ich darf mit denen hier eine Schlittenhundefahrt machen. Das heißt, 8 von denen im Gespann vor mir. Und dann ziehen die mich mit bis zu 40 Sachen über den Feldweg. Also drück mir die Daumen. Krass, das hätte ich nicht gedacht. Wir sind heute im Hui. Wir sind heute im Hü unterwegs. Genau, Hü wird das ausgesprochen, nicht Hui. Das ist ein Höhenzug in der Nähe von Halberstadt. Und es wird auch der kleine Harz genannt. Und dementsprechend geht es viel durch den Wald. Und Kerstin, mit der ich die Tour gleich mache, meinte zu mir, Madeleine, pack dir Klamotten ein, die dreckig werden können. Habe ich gemacht und ich bin mal gespannt, wie ich hinterher aussehe. Denn heute geht's mit jeweils einem Hund an der Leine wandern. Tag 1, Trekking mit den Huskies. Das ist nett, dass du hochkommst. Das ist nett von dir. Hi. Sorry, jetzt habe ich dich zuerst begrüßt. Kein Problem. Ja, das sind ja auch die Hauptakteure. Kerstins Husky-Liebe hat 1999 mit einem Welpen angefangen. Inzwischen hat sie 15 Schlittenhunde und nicht nur zum Kuscheln. Kerstin tritt mit ihren Huskies regelmäßig bei Schlittenhunderennen an. Sie ist sogar deutsche Vizemeisterin im Achtergespannfahren. Und wer Lust hat auf so einen Adrenalinkick, kann bei ihr auch Touren mit Schlittenhunden buchen. Aber das heißt, du machst das eigentlich hauptsächlich als Sport? Genau, ich bin Sportler, Schlittenhundesportler und das ist mein Hobby, meine Leidenschaft. Und wir wurden angesprochen, ob man da nicht mal mitfahren kann, weil ich überwiegend mit Beifahrer trainiere. Und aus dem Grund habe ich gesagt, ja, wenn das Interesse besteht, warum nicht? Und habe das quasi das Nützliche mit dem Praktischen verbunden. Und seitdem geben wir halt die Möglichkeit, dass die Leute uns beim Training begleiten dürfen. Jetzt sind wir heute zum Trekking und morgen sogar zum Schlittenhundefahren verabredet. Ich habe mich gewundert, wie das geht, weil es liegt ja gar kein Schnee. Ja, das ist aber nicht weiter schlimm, weil Schlittenhundefahrten heißen ja nicht Schlittenhundefahrten, weil sie mit dem Schlitten stattfindet, sondern weil wir Schlittenhunde davor spannen, egal was dahinter ist. Ja, und leider Gottes wird der Schnee im Winter immer weniger. Und wir haben natürlich einen Trainingswagen mit Rädern und fahren sowieso zu 99% mit dem Wagen. Aber das ist den Hunden egal, was die ziehen. Hauptsache, sie dürfen rennen. Und nachdem es die letzten Tage nur geregnet hat, sind heute beste Bedingungen, uns durch den Schlamm zu ziehen. Ich habe die Tour bei Kerstin nämlich nicht alleine gebucht. Wir wandern zu viert. Mehr Personen nimmt Kerstin zum Husky-Trekking nicht mit. Zuerst gibt es ein paar Sicherheitshinweise. Macht nicht den Fehler und fangt an zu laufen. Wenn ihr nämlich anfangt zu laufen, werden die Hunde auch schneller und schlimmstenfalls kommt ihr nicht zum Stehen oder liegt auf der Nase. Ja, also bitte auf gar keinen Fall laufen. Als nächstes wird für jeden Zweibeiner der passende Vierbeiner ausgesucht. Maria, du hast mir erzählt, du hast selber auch einen Siberian Husky, ne? Ja, genau. Kein Siberian Husky, sondern ein Alaskan Husky. Und der kommt aus Schweden und weiß also ganz genau, wie das funktioniert mit dem Zughundesport. Und der ist jetzt erst 1,5. Wir steigen gerade erst ein und sind aber ein ganz gutes Team. Also Kerstin, Maria, können wir auf jeden Fall einen Hund anvertrauen, der ruhig ein bisschen Karacho im Hintern hat. Dann kriegst du den Blizzard, den Weißen. Ja, ich habe ihm schon gesagt, wenn der Name Programm ist, dann juhu. Also ich nehme gerne so einen Entspannten, der so von sich aus ein bisschen mitläuft. Dann ist Choco genau der Richtige für dich. Patrick, wie sieht's bei dir aus? Ja, meine Tante hatte jahrelang Schäferhunde und die habe ich in jeder freien Minute ausgeführt und habe sie auch gehabt, wenn sie im Urlaub war. Und jetzt habe ich auch einen Vertrag mit einem Tierheim, gehe ab und zu von Tierheim mir Hunde ausleihen und gehe mit denen spazieren. Ja, und lieber große Hunde. Also eigentlich perfekt hier. Dann würde ich für Patrick den Adi empfehlen.
weil er auch ordentlich schön Power hat und ich glaube, das passt ganz gut. Ja, ja. Das glaube ich auch. Beide ein bisschen Feuermarsch. Lucky zurück. Am liebsten würden sie natürlich alle mitkommen, aber meine Wanderbegleitung heute ist Suka. Die Oma, wie mir Kerstin sagt, Suka ist nämlich schon 12. Wir haben alle so einen Bauchgurt um und daran werden dann die Hunde eingehakt. Und dann kann's losgehen. Für das Schlittenhundetracking sollte man mindestens 16 Jahre alt sein und körperlich fit. Für Schwangere wird die Tour nicht empfohlen. Sie wollte doch hier das Beinchen nehmen. Und die haben zu mir gesagt, ich habe die Oma gekriegt. Das war die erste von allen. Allerdings, nicht jeder Hund hat so viel Temperament wie meiner. Wie läuft's denn bei euch? Ganz gut. Also die verhält sich manchmal ganz schön mit ihren Leinen. Aber sonst macht's total Spaß. Und es ist so ein... Ich habe mir vorgestellt, dass die wirklich total ziehen und die ganze Zeit muss man irgendwie so die zurückhalten. Aber es ist so ein leichter Support einfach und das macht voll Spaß. Du bist unterfordert. Ich bin nicht enttäuscht oder so, aber ich hatte es mir stärker vorgestellt. 9 Kilometer ist die Strecke lang und wir sind gute 2 Stunden unterwegs. Ins Fitnessstudio braucht man nach so einer Tour jedenfalls nicht mehr. Übrigens, erzählt mir gerne mal, ob so eine Trekkingtour mit Hund auch was für euch wäre. Schreibt es gerne in die Kommentare. Wir kommen auch an einigen sehenswerten Ecken vorbei. Zum Beispiel dem Kloster Hüßburg, wo bis heute immer noch Mönche leben. Hier kann man sogar auch übernachten, Fastenkurse oder Schweigetage verbringen. Aber wir werden von den Hunden sofort weitergezogen. Der Hü ist super zum Wandern, also auch ohne Hund. Die meisten fahren dann doch immer lieber in den Harz. Ist halt bekannter, aber muss man gar nicht. Es gibt hier so schöne Wanderrouten und es ist wirklich schön hier. Könntest du dir das auch vorstellen, mit deinem Hund sowas mal zu machen? Ja, ich hatte das auch schon vor. Also wir haben ja den Brocken hier in der Nähe. Mhm. Und ja, sich mal von dem Hund auf den Brocken. Das ist geil. Ziehst du das super, das ist oder? Super. Habe ich auch gedacht. Coole Idee. Genau. Das werden wir als nächstes dann machen. Maria macht mit ihrem Hund Mango nämlich noch andere Sportarten, zum Beispiel Dogscooting. Da fährt sie auf einem speziell umgebauten Fahrrad und lässt sich von Mango ziehen. Außerdem üben die beiden regelmäßig Carnicross. Da joggt man mit dem Hund, also da geht es darum, möglichst schnell mit dem Hund zu laufen. Beim Trekking heute geht es eher darum, möglichst weit mit dem Hund zu kommen. Ihren eigenen Hund durfte Maria heute allerdings nicht mitbringen, weil die Huskies ein festes Rudel sind und fremde Hunde nicht akzeptieren würden. Das ist bei anderen Anbietern auch so. Solche Touren findet man ebenfalls im Thüringer Wald und im Erzgebirge. Jetzt geht's halt wieder bergrunter, wie man merkt. Bergrunter ist krass, weil da muss man echt ganz schön sich durchsetzen, weil die ziehen einen einfach weiter. Und wenn man einmal losläuft, hat man verloren. Ja, sollten wir lieber nicht tun. Die Touren kosten so um die 70 bis 80 Euro ungefähr. Was hältst du von dem Preis? Findest du es viel oder? Finde ich okay. Also wer es mal ausprobieren will, mit Husky zu laufen, finde ich eine gute Sache. Und ich sag mal, einen einzelnen Husky sich anzuschaffen, macht ja nicht wirklich Sinn. Und wäre auch viel teurer. Genau. Und allgemein, sagen wir, für Hundefreunde, wer mal ausprobieren will, ob ein Hund was für ihn wäre oder sowas. Oder so eine Trekkingtour mit Hund. Einfach mal ausprobieren, finde das 80 Euro okay. Zurück am Hundeplatz werden wir schon sehnsüchtig erwartet. Du hast es so toll gemacht. Ich will dich gar nicht abgeben. Ich will sogar nicht abgeben. Ich würde dich auch am liebsten mitnehmen. Ja, dich nehme ich mit. Mir tun ein bisschen die Füße weh, merke ich. So vom vielen Abstopfen. Gerade vorne, die wurden gut beansprucht heute. Können Sie morgen noch mal fragen. Ja, ich glaube, wir kriegen Muskelkater. Aber es ist auch natürlich eine andere Belastung, als man sonst hat. Ja, wenn du jetzt nochmal joggen gehst oder irgendwas, hast du ja diesen Zug nicht. Ja, und von daher denke ich mal schon, dass jeder morgen so ein bisschen Muskelkater haben wird. Aber ihr sollt euch auch noch ein bisschen dran erinnern. Und jetzt am Ende des Tages weiß ich nicht nur, wie viel Kraft ein Hund hat. Mir schwant auch langsam, was mir morgen bevorsteht, wenn ich von 8 Hunden im Wagen gezogen werde. Oh, ich merke, dass ich schon richtig durchgefroren bin jetzt. Und ich glaube auch, dass ich morgen so Muskelkater haben werde. Ne? Ich habe gerade mal hier geguckt und es gibt hier um die Ecke einen Ort. Und ich glaube, da kann man sich richtig gut wärmen.
Ich habe Lust auf Wellness. Und das geht im Harz an einigen Orten. Aber nur 15 Minuten mit dem Auto entfernt und damit am nächsten gelegen, entdecke ich das Wasserschloss Westerburg. Hier hat einst die Schwester von Napoleon ihre berüchtigten Partys gefeiert. Heute befindet sich hier ein Hotel mit Sauna und Schwimmbad. Einmal einen schönen Morgenmantel. Dankeschön. Und ein Handtuch. Was ich mich gefragt habe, der Hü ist ja überregional eher weniger bekannt. Und wenn man so mit Leuten ins Gespräch kommt, dann wissen die teilweise gar nicht, wie es ausgesprochen wird. Merken Sie das hier im Hotel oder kommen die Leute trotzdem zu Ihnen? Der Hü ist vielleicht jetzt nicht so weltbekannt, aber wir haben natürlich mit unserem Wasserschloss Westerburg einen großen geschichtlichen Teil. Es ist die noch besterhaltenste Wasserburg Deutschlands und viele, viele Leute nutzen und freuen sich über diese Ruhe, diesen geschichtlichen Aspekt. Übrigens können auch Nicht-Hotelgäste hier samstags Führungen mitmachen und sich die Anlage aus dem Mittelalter zeigen lassen. Ich habe mich auch ein bisschen gewundert, dass es quasi so einen modernen Wellnessbereich in so einer historischen Kulisse gibt. Da habe ich mir direkt gedacht, gibt es da nicht Probleme mit dem Denkmalschutz oder so? Der Denkmalschutz, der steht ja natürlich über allem. Wir wollen diese Wasserburg auch erhalten. Das ist für uns auch wirklich die absolute Priorität, damit die Leute, unsere Gäste, den Charme der Wasserburg oder der Westerburg, wie sie ja eigentlich heißt, genießen können. Und das werde ich jetzt direkt mal austesten. Bitte, viel Spaß. Dankeschön. Gerne. Zwei Saunen gibt es hier, eine mit 60 und eine mit über 80 Grad. Viertelstunde bei 80 Grad und danach ist man auch gut durchgebacken. Boah, das wird gerade richtig gut. Mega. Wer hier auch mal die Seele baumeln lassen möchte, der zahlt entweder 25 Euro für einen ganzen Tag oder 18 Euro für 3 Stunden. Ich habe jedenfalls richtig Energie getankt für die große Tour. Guten Morgen. Heute ist der große Tag. Gleich geht's in den Schlitten und ich bin ehrlich gesagt schon so ein bisschen aufgeregt. Kerstin meinte ja gestern, ich soll mir was Wärmeres anziehen. Also habe ich meine dickste Downjacke eingepackt. Die schützt mich wahrscheinlich nicht nur vor der Kälte, sondern ist auch so ein bisschen wie so ein Ganzkörper-Airbag. Bin sehr gespannt, wie es gleich wird. Würdet ihr euch das eigentlich trauen, mit so einem Schlitten mit 40 Sachen so durch den Wald ballern, wenn man von denen hier gezogen wird? Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Kerstin bereitet schon mal alles vor. Dieser Wagen hier kann auf der Strecke bis zu 40 km/h schnell werden. Eine Action-Tour, die viele von Kerstins Kunden als Gutschein geschenkt bekommen haben. Solche Angebote gibt es auch in Sachsen und Thüringen. Sind heute eigentlich wieder die gleichen Hunde dabei wie gestern? Nein. Ist Zucker heute auch wieder dabei? Nein, Zucker ist heute nicht dabei, weil wir spannen heute die jungen Hunde ein, 8 Stück. Und von daher die anderen Hunde, die laufen nicht dieses hohe Tempo wie die jungen Hunde. Und Zucker, die würde das nicht mehr schaffen. Ja, okay. Da wollen wir auch keinen verheizen. So ein Hund ist ja auch nur begrenzt belastbar. Wie oft kannst du die Runde fahren? Das ist wie in der Leichtathletik, das, was du im Wettkampf selber fahren möchtest oder machen möchtest, dementsprechend trainierst du auch. Wir sind ein reines Sprintteam und unsere Hunde sind auf maximal 10 Kilometer aktuell trainiert, weil ich im Wettkampf auch nicht mehr fahre. Und die Runde hier, die hat ungefähr 5 Kilometer und kann das Team 2-mal fahren und dann sind sie für den Tag aber durch. Das heißt, du kannst jetzt auch nicht 10 Kunden hier am Tag haben oder so? Nein, das sind halt keine Maschinen, die man beliebig oft einsetzen kann. Ich achte sehr darauf, dass die Hunde maximal 10 Kilometer am Tag rennen und entweder rennen sie 2x5 oder 1x10 und danach haben sie ihren Feierabend verdient. Die Hunde wissen jedenfalls schon ganz genau, was gleich ansteht und die Vorfreude ist ihm deutlich anzuhören. Die Schlittenhundesaison geht übrigens immer von Oktober bis März, denn bei mehr als 15 Grad liegen die hier am liebsten faul rum. Du setzt dich quasi hier vorne drauf, hier machst du deine Füße hin und hier hältst du dich schön fest. Okay. Ja? Ja. Und das war's dann auch schon. Das ist meine ganze Lebensversicherung. Genau, mehr ist nicht. Also wie gesagt, hier gut festhalten. Füße hier drauf
Und probier dann, mal aus. Probier das ruhig mal aus. Wie ist das gleich eigentlich, wenn wir im Wald unterwegs sind? Dann können uns ja schon noch mal Wanderer oder so entgegenkommen. Was auf der Strecke ist hier so gut wie keiner unterwegs. Und wenn, soll uns das auch nicht stören, der Weg ist breit genug. Das heißt, die müssen in die Büsche wegspringen am besten. Nein, der Weg ist breit genug und entweder gehen die zur Seite. In der Regel ist es so, dass die Leute sich sehr freuen, wenn sie uns sehen. Noch irgendwelche letzten Sicherheitshinweise festhalten? Nee, eigentlich war es das schon. Oder so? Du kannst einen Helm aufsetzen, wenn du möchtest. Ich habe einen Helm, selbstverständlich, aber du wärst die Erste, die mit Helm fährt da vorne. Die Blöße kann ich mir jetzt, glaube ich, nicht geben. Ob ich das später bereuen werde? Aber mal ganz ehrlich, ne? Also wenn jetzt 8 Schlittenhunde, wenn 8 Huskies vorne ziehen, ja, und du hier beide durchdrückst, was bringt das? Der Wagen ist vom Gewicht und von den Bremsen Gott sei Dank so, dass sie auch tatsächlich zum Stehen kommen. Okay. Ja, also wenn sie sich natürlich alle einig wären, hätte ich auch keine Chance. Das ist ganz klar, weil sie durchaus in der Lage sind, das mit gezogenen Bremsen wegzuziehen. Aber ein bisschen hören tun sie ja auch. Naja, meistens jedenfalls. Jetzt dürfen die Hunde übrigens nicht mehr gestreichelt werden, weil sie gleich arbeiten müssen. Und belohnt werden sie erst danach. So eine Schlittenhundefahrt dauert ungefähr 15 Minuten und kostet 90 Euro pro Person. Also ihr seht, die Reporter von Hinreisen geben wirklich alles. Also lasst uns bitte ein Abo da. Ich freue mich. Ja. Schlammmaske im Gesicht. Oh Gott, es war unfassbar. Ich glaube, das werde ich nie vergessen. Es war gut frisch. Ich habe auch einmal meine Mütze festhalten müssen, weil so viel Fahrtwind dann noch kam. Aber es war wunderschön. Das war einfach, ich kann es gar nicht beschreiben. Ich liebe ja auch Hunde einfach so sehr. Und dann zu merken, was sie für eine Kraft haben und von diesen Hunden da so langgezogen zu werden, dann die Sonne, den Fahrtwind im Gesicht. Also ich bin richtig glücklich gerade. Das war echt schön. Krass, das hätte ich nicht gedacht. Ich weiß auch nicht, irgendwie hat mich das total berührt. So, jetzt gibt's noch ein Leckerli. Für die Flitzer. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann schaut auch gerne mal in unsere anderen Hinreisen-Folgen. Vicky zum Beispiel, die war mit ihrem Hund, mit Mickey, unterwegs. Und wie Urlaub mit Hund richtig gut funktioniert, seht ihr in ihrer Folge.